über das Marionettentheater von Heinrich von Kleist, erstmals erschienen 1810 in den Berliner Abendblättern. In exemplarischer Weise veranschaulicht Kleist ein Grundthema. Steuert Vernunft oder Gefühl den Menschen in seinem Verhalten? Regisseur Herbert Gantscherer präzisiert. Kleists Marionettentheater bietet gerade im gehörlosen Theater unheimliche Möglichkeiten. Man kann Kleists Text normalerweise ja nur als in einer Lesung bringen. Dadurch, dass aber die Gebärdensprache im Theater eine Sprache im Raum ist, ist der Ausdruck jetzt in der Sprache visuell. Jetzt haben wir drei Ebenen hier im Stück. Das eine ist die Gebärdensprache, das andere ist die gesprochene Sprache, weil wir ja für gehörloses und hörendes Publikum spielen. Und die dritte Ebene ist dann das visuelle Theater, wo eine Marionette zur Bewegung gebracht wird. Im Zwiegespräch mit einem wegen seiner Anmut bewunderten Tänzer artikuliert Kleist diese Frage. Er hatte den Tänzer mehrmals beim Besuch eines Marionettentheaters gesehen. Der gehörlose Schauspieler Horst Dietrich erinnert sich an die Anfänge des Festivals. Bloß, dass er sie einer höheren Entwicklung für fähig hielt. Ja, also das ist jetzt schon etwa 17 Jahre her, also doch schon eine sehr, sehr lange Zeit, bin ich damals auf diese Idee gekommen, ich würde gerne ein Gehörlosentheater gründen für gehörlose und hörendes Publikum, damit gehörlose und hörende Schauspieler zusammen Theater machen. Weil Gebärdensprache ist genauso eine Sprache wie jede andere Sprache auch. Mittlerweile ist Gebärdensprache auch anerkannt. Früher, wenn ich einen gehörlosen Theater besucht habe, war es eigentlich immer nur sehr im kleinen Rahmen. Gehörlose Schauspieler für ein gehörloses Publikum. Und ich wollte hier diese Szene öffnen. Ich wollte, dass hörende und gehörlose Schauspieler gemeinsam zusammenwirken. Das Motto des 10. Gehörlosenfestivals war heuer angesichts der Weltwirtschaftskrise Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Visionär hat vor 200 Jahren Heinrich von Kleist schon geschrieben, und das ist auch die Schlussfolgerung von seinem Marionettentheater, wir müssten wieder vom Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen.